Hallo Klickenabendler, wir sind auf der Spielwarenmesse 2024 in Nürnberg bei Heidelberg Games. Neben mir ist der Tim. Hi Tim. Hi. Wir haben noch eine dritte Neuheit, die Mitte des Jahres erscheinen soll. Genau, das wäre dann im Herbst rum geplant. Ist auch wieder ein Kartenspiel, aber in dem Fall ein gehobeneres Kartenspiel, so wie es aussieht. Ah ja, es ist trotzdem wahrscheinlich so ein lustiges Familienspiel, was man auch sehr mit einer bunten Mischung spielen kann. Also wäre jetzt nicht unbedingt ein gehobenes Spiel, es ist eigentlich so diese klassische Zielgruppe von uns, so ein Familienspiel, was schnell zu lernen ist, trotzdem noch so einen gewissen Kniff immer erfordert, aber mit dem man sehr gut taktieren kann, aber richtet sich jetzt nicht primär an viele Spieler. Sieht fast so aus, als hätten wir so ein 3x3-Raster vor sich liegen. Das hast du direkt richtig erkannt. Man versucht eine Gilde aufzubauen und hat dafür ein 3x3-Raster als Platz. Wir haben verschiedene Abenteurer-Personen, die wir dann da uns kaufen können und in dieses Raster einsetzen können. Jede Karte hat ganz eigene Fähigkeiten. Die sehen wir hier unten immer. Das ist jetzt hier noch die italienische Variante. Das heißt, man kann den Texten jetzt nicht direkt lesen, aber man kann von den Symbolen her schon mal direkt erahnen, was passiert. Oben sehen wir immer, was die Karte kostet. Oben rechts dann, was die Karte für einen Angriffswert hat, was für einen Effekt sie hat, zu was für einer Fraktion sie gehört und was für einen Beruf sie hat. Dadurch, dass es jetzt erstmal nach sehr vielen Sachen klingt, ist es trotzdem sehr schnell reinzukommen, weil wir diese Symbole zum Beispiel auch auf unserem Spielplan unten finden und dann immer sehen können, welcher Effekt gerade in welcher Runde relevant ist. Wenn ich es hinkriege, Charaktere mit gleichem Beruf oder gleicher Fraktion in eine Spalte oder in eine Zeile zu kriegen, kann diese Karte nochmal spannende Bonuseffekte hervorrufen, um meinen Sieg nochmal ein Stückchen näher zu bringen. Ich ziehe Karten und lege sie dann vor mich ab oder wie läuft das ab? Genau, so gesehen, das Spiel ist relativ zügig auch gespielt, weil jede Runde von allen Personen parallel gespielt wird. Also alle machen Runde 1, alle Runde 2, 3, 4. Das heißt, unabhängig von der Personenzahl lässt sich das Spiel sehr zügig spielen. In der ersten Runde kann ich beispielsweise Karten ablegen. Und in der zweiten Runde könnte ich dann Karten kaufen. Wenn ich keine Karte kaufen möchte, kann ich auch Geld direkt bekommen. In einer späteren Phase würde ich einen Angriff machen. Da wird man vergleichen, von oben guckend immer, was sind die drei obersten Karten. Der Angriffswert zusammen addiert ist meine Angriffsstärke. Und entsprechend der Angriffsstärke wird man dann nochmal Geld wieder verdienen können, um sich für die spätere Runde dann nochmal weitere Karten hinzukaufen zu können. Das heißt, man hat aber nicht immer ein 3x3-Raster komplett vor sich liegen. Sobald eine Person 3x3-Raster hat, wäre es die letzte Runde, danach wäre das Spiel zu Ende. Außer jemand hätte vorher schon einen bestimmten Kampfwert erreicht, dann wird das Spiel auch schon mal beendet werden können. Aber genau, es kann sein, dass eine Person schon ein Raster fertig hat und bei der anderen Person würden noch Karten fehlen. Okay, also Ziel ist es, entweder einen hohen Kampfwert zu erreichen oder das ganze Raster voll zu kriegen und mit meinem Kampfwert kann ich wieder bei den anderen die Karten entfernen. Entfernen glaube ich nicht, das heißt, wenn sie gelegt sind, sind sie gelegt, außer es würden eben jetzt bestimmte Fähigkeiten sein, mit denen man bei anderen reingreifen kann. Okay, was bringt mir dann der Angriff, wenn ich gewinne? Du würdest damit Geld bekommen. Ach, Geld, okay. Genau, also damit kannst du wieder neue Helden kaufen, was ja wieder essentiell ist, damit du möglichst starkes Deck zusammenkriegst. Generell hat man immer so ein Dilemma, weil man natürlich auch manchmal Karten hat, die jetzt nicht unbedingt in die Profession oder Fraktion gehören, die man passt. Die kann man dann natürlich ablegen, muss dann aber trotzdem so ein bisschen hoffen, dass man dann hinter sich die richtigen Karten auch kaufen kann wieder. Das heißt, so eine kleine Dilemma-Trick-Situation hat man trotzdem noch. Und das Spiel erscheint wann? Das müsste im Herbst sein. Okay. Ja. Super, danke für die Vorstellung. Ja, bitteschön.